Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute habe ich ja gesagt, wir machen den Kampfholzwerfer gegen alle Mauern. Und da habe ich schon was vorbereitet und wir gucken einfach mal drauf. So sieht das aus. Also, da vorne wird er reingehen und dann wird er da durchfahren und dann werden wir mal gucken, ob er überhaupt so weit kommt oder ob wir das vielleicht nochmal etwas länger machen müssen von der Strecke her. Ich weiß es noch nicht. Wir werden jetzt erstmal gucken. Also, da ist er, der Kampfholzwerfer. Und jetzt geht er da rein. Oh, jetzt. Okay, der geht natürlich jetzt richtig gut durch. Es muss halt auch die... Okay, es muss die Menge passen zum Rathaus. Ich glaube, das ist noch zu kurz. Ich glaube, die Strecke ist noch zu kurz. Ich glaube, ich muss die mal eben ganz schnell umbauen. Oh, er macht auch schon richtig gut Schaden am Rathaus. Aber das Rathaus ist jetzt in diesem Fall eigentlich unwichtig. Das interessiert uns jetzt gar nicht. Uns interessieren ja nur die Mauern. Alles klar, ich baue es mal eben ganz kurz um. Kurzer Cut und bis gleich. Okay, wir sind wieder da und jetzt haben wir das mal, ich habe das mal ein bisschen umgeändert. Und zwar haben wir das jetzt mal etwas länger gemacht. Das Rathaus ist jetzt da hinten, das ist alles kein Problem. Das sollte funktionieren. Jo, jetzt kommt da der Kampfholzwerfer. So, da fährt er jetzt. Oh, der rasiert natürlich richtig gut raus. Ich weiß, auf der einen Seite ist jetzt eine Mauer zu viel im Endeffekt. Oh, guckt euch das mal an, wie der da durchrasiert ist. Alter Schwede, richtig krass, richtig krass. Alter Schwede, das hat sich mal gelohnt. Das hat sich mal gelohnt auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss auch mal eine Mauer, diese Mauerreihe hier unten muss ich mal wegnehmen, denn sonst ist das nicht symmetrisch und das geht mir auf den Zeiger. Das nervt mich ein bisschen. Aber ansonsten schon mal eine ganz gute Vorstellung, wie das Ding auf jeden Fall durch die Mauern durchgeht. Wie das Messer durch die Butter auf jeden Fall. Und dann würde ich mal sagen, ich ändere das mal eben kurz. Kurzer Cut. Bis gleich. Und wir müssen natürlich noch die Mauer hochziehen. Auf Level 2. Bis gleich. Okay, es war doch symmetrisch, habe ich gemerkt. Auf beiden Seiten 5 Platz. Ist in Ordnung. Also, jetzt Level Nummer 2. Und ich will jetzt auch gar nicht so lange eigentlich mich aufhalten damit, denn wir sehen das schon, ne? Der geht da einfach richtig gut durch und macht alles kaputt. Deswegen würde ich mal sagen, wir lassen ihn jetzt mal dabei. Also, beziehungsweise wir gehen jetzt mal direkt weiter zu Level Nummer 3. Level Nummer 3. Was wird passieren? Ratet natürlich immer gerne mit. Wird er es auch schaffen? Ja, natürlich schafft er es. Ich würde auch mal vermuten, ich habe jetzt die Stats nicht im Auge, also weder die Stats von den Mauern, noch die Stats vom Kampfholzwerfer, vom Lock-Launcher. Ich würde aber mal schätzen, so bis Mauer 6, 7 müsste der eigentlich locker durchgehen. Er ist ja auch maxed. Das muss man ja noch dazu sagen, der ist maxed. Und Mauer Level 3, kein Problem. Guck mal, er kommt noch ganz gut durch. Macht sogar schon richtig Schaden am Rathaus. Und das ist echt beeindruckend. Das Rathaus hat jetzt nur noch die Hälfte der Trefferpunkte. Und jetzt kommen die Truppen überhaupt erst raus. Aber wir, würde ich mal sagen, warte mal, ich will alles upgraden auf Level 4. Und dann fordere ich mich jetzt schon mal direkt heraus. Dann muss ich nicht andauernd einen Cut machen. Das ist nämlich auch ein bisschen nervig. So, Level Nummer, nicht bearbeiten. Angreifen. Nicht bearbeiten, sondern angreifen. Level Nummer 4. So. Ich habe ja gesagt, so bis Level 6, 7, 8 geht er auf jeden Fall noch durch. Aber tippt gerne mal mit. Bis zu welchem Level wird er einfach so durchgehen, dass die Hölzer die Mauern direkt zerstören? Ich sage bis Level 8. Aber ob ich damit richtig liege, das weiß man natürlich nicht. So, okay, wir gehen mal direkt weiter. So, und jetzt kommt natürlich die findigen Zuschauer unter euch, haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Jetzt kommt Level Nummer 5. Mauer Level 5. Unschwer zu erkennen, das goldene Level sozusagen, in so ein bisschen gelb-gold gehalten das Ganze und, ja, ich habe noch recht, ich habe gesagt ab Level 8, das bedeutet, laut meiner These sind da jetzt noch 2 Level zwischen, aber ob ich damit richtig liege, das werden wir noch sehen. Es ist richtig beeindruckend, ach komm, wir haben noch mal ein bisschen Spaß, so, keiner sieht mich, hallo. Keiner kann mich sehen und zack, zack, zack. Die Eisgolems kommen raus und das Rathaus ist zerstört. Und er fährt einfach immer noch weiter. Interessant. So, wir gehen weiter. Jetzt kommen in meinen Augen eigentlich die hässlichsten Mauern im Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, denn wenn wir uns diese Mauern jetzt mal angucken, oh, die sind so hässlich. Die sind so hässlich. Und jetzt... Er rasiert es immer noch kaputt. Es ist unfassbar. Er rasiert es immer noch kaputt. Unglaublich. Unglaublich. Alter Schwede. Ja. Wir helfen ihm mal ein bisschen. Ein Trümmerfeld. Diese Mauern sind so hässlich. Sie müssen zerstört werden. So, ihr könnt mich alle nicht sehen. Und übrigens hier, ne? Funktioniert ja nicht. Also, der wird immer noch gesehen. Der Lock Launcher, der Kampfholzwerfer. Und jetzt kommt... Es wird so langsam spannend.
Seien wir mal ehrlich, es wird jetzt so langsam spannend. Bisher, das war alles nur so ein bisschen Vorgeplänkel. Jetzt sind wir bei Mauer Level 7. So ein bisschen lila-mäßig, ne? Ein bisschen ist gut. Relativ lila. Das wird jetzt schon wahrscheinlich schwieriger werden, oder? Oder? Oh, ich hatte Unrecht. Ab Mauer Level 7. Oh, guck mal, wie geil das aussieht. Alter Schwede, das sieht so episch aus, wie die da durchgehen. Und das werden wir gleich am Ende noch machen. Dann setze ich einfach alle Mauern hintereinander. So Dreierreihe, ne? Eine Dreierreihe und dann kann der da mal durch. Aber ich meine, er hat es ja trotzdem noch sehr easy geschafft. Und die fliegen ja auch sozusagen über die Mauern drüber und machen ja trotzdem Schaden an dem Rathaus. Wir sehen ja, dass er jetzt auch wieder, egal, ob die da jetzt direkt durchgekommen sind oder nicht. Das Rathaus war ja trotzdem zur Hälfte down. Okay. Sehr interessant. Sehr interessant. Das ist, finde ich, solche Sachen finde ich immer mal ganz spannend, denn wenn man den Developer-Bild hat, kann man das ja mal testen. Dann kann ich es testen, dann müsst ihr euch da nicht mehr fragen, was wäre denn wenn gewesen? Also, Nummer 8. Da, wo ich eigentlich gedacht hätte, es wäre das Level gewesen. Aber so, boah, ein Fünftel ist, glaube ich, noch übrig, würde ich jetzt mal schätzen. Aber ich meine, das zweite Holz dann dahinterher, das räumt ja dann auch schon trotzdem auf. Es wird auf jeden Fall noch spannend bleiben. 14 Mauer-Level gibt es ja im Spiel. Und wir gucken mal weiter, denn jetzt kommen... Oh, das ist jetzt... Jetzt kommen die beiden schönen Mauer-Level. So will ich das mal bezeichnen. Das sind so Mauer-Level, die ich sehr mag. Level 9 und Level 10, die finde ich immer sehr schön. Level 9 und 10, finde ich, sind sehr schöne Mauer-Level. Vor allem der Level, der gleich kommt. Okay, jetzt haben wir ein bisschen weniger als die Hälfte an Trefferpunkten. Bedeutet... Mit zwei Hölzern kriegen wir das trotzdem noch alles kaputt. Alter, das ist beeindruckend. Das ist eine sehr beeindruckende Maschine. Und vor allem dieser Effekt, dass in der Rauch rauskommt, aus dem Auspuff, finde ich auch sehr cool. Ja, die Animation, okay, du siehst nicht so richtig, dass da ein Hölzern weniger wird. Aber ich meine, wie wollen sie das auch machen? Also, das geht gar nicht. Denn es sind ja schon einige Hölzer, die da jetzt rauskommen. Aber okay, wir sind weiter am Start. Oh, Moment, jetzt muss ich mal eben gucken. Level 10. Ich glaube, mein Lieblingslevel der Mauern. Ich mag Level 10 Mauern sehr. Die sehen wirklich sehr schön aus. Mit diesem Gelb da dran. Wie das da durchgeht. Wie dieser Effekt da durchgeht. Müsste jetzt, glaube ich, die Hälfte der Trefferpunkte dann noch haben. Wenn ich den jetzt setze und er geht da drauf, müsste er noch die Hälfte der Trefferpunkte haben. Dann die Mauer. Ja. Bisschen mehr. Ja, das ist jetzt. Er braucht nämlich drei. Er braucht jetzt nämlich drei Hölzer, um die Mauern kaputt zu machen. Aber der Effekt des Flächenschadens ist natürlich nach wie vor sehr beeindruckend, das muss man sagen. Sieht sogar schön aus, wenn die kaputt sind irgendwie. Muss ich auch mal sagen. Da achtet man ja auch unbedingt nicht so unbedingt immer drauf. Muss ich sagen, das sieht auch gut aus. Das sieht auf jeden Fall auch gut aus. Und jetzt gucken wir mal weiter. Jetzt haben wir nämlich... Ja, die sind ganz okay, finde ich, die Mauern. Diese orangenen Mauern, Level 11. Ja, ist ganz okay. Ist ganz okay, gibt schönere, gibt hässlichere. Wir kommen gleich noch zu einem schönen Mauerlevel auf jeden Fall. So, müsst er jetzt... Die Frage ist, 3 oder 4? 1... Er braucht 4. Er braucht 4, oder? 2... Oh, jetzt wird's knapp. 3! Und alle Level 11 Mauern geben den Geist auf und verbeugen sich vor dem Kampfholzwerfer. Eine sehr coole Belagerungsmaschine. Das muss man ja wirklich mal sagen. Ich freue mich auch schon drauf, wenn ihr die dann mal im richtigen Spiel testen könnt. Und dann, ja, vor allem, auf was für Taktiken ihr dann kommt mit dem Kampfholzwerfer. Das wird noch interessant sein. Und jetzt kommen wir... Jetzt wird's richtig ernst. Jetzt kommen wir in den richtig ernsten Bereich. Die Level 12 Mauern, die weißen, naja. Ja, was soll ich dazu sagen? Zu Rathaus 11 passen sie natürlich ganz gut. Aber... Naja. So, müsste jetzt 4 Stück sein, ne? 1. Komm, 2. 3. Ja. Es sieht auch so geil aus, wie nach wie vor dann die Mauern alle ihre Trefferpunkte verlieren durch dieses Holz, was da drüber rollt. Durch das Kampfholz. Warum sieht das wieder genauso aus bei den zerstörten Mauern? Das ist aber nicht schön. Das ist aber nicht so schön. Aber wir gucken mal weiter. Ja, die Level 13er, diese Elektromauern, ja, sind ganz okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Level 14er Mauern gefallen mir ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Aber okay, wir gucken mal drauf. Also, Zauber haben ja, wie gesagt, absolut keinen Effekt auf den Kampfholzwerfer. Deswegen bringt es jetzt auch nichts, wenn ich da einen Wutzauber drauf dresche. So, 4 Stück. 1. Oh, da braucht er 5, oder? 2. 3. 4.
Ah, wobei, ne, 5. Für den Rest braucht er 5. Jetzt sieht das auch wieder ein bisschen anders aus. Die Ruinen sozusagen, die zerstörten Mauern. Interessant. Aber was natürlich jetzt interessant ist, desto länger er braucht, um die Mauern zu zerstören, desto mehr Trefferpunkte verliert er natürlich auch. Er verliert ja mit der Zeit Trefferpunkte. Deswegen wird er es jetzt hier nicht so ganz so leicht haben, dann zum Rathaus zu kommen, oder er kommt da nicht mehr ganz so weit. Wir merken uns mal den Punkt, wohin er gekommen ist. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5 Mauerstücke hätte er noch übrig gehabt. So. Jetzt haben wir das letzte Mauerlevel erreicht. Und zwar, Moment, Mauerlevel 14. Mauerlevel 14. Wir können das ja gerne mal gleich mal einmal vergleichen mit dem Mauervernichter. Das ist für euch ja wahrscheinlich auch noch interessant, aber ich möchte auch irgendwann sowieso noch eine Olympiade machen der Belagerungsmaschinen. So, jetzt gucken wir mal drauf. Ja, hier brauchen wir natürlich ziemlich lange, aber es sieht so cool aus, wie das über alles drüber rollt, einfach nur. So, kommt sogar bis zum Ende hin. Und jetzt werden wir uns mal merken, guck mal, er hat jetzt gleich schon die Hälfte der Trefferpunkte verloren. Er braucht natürlich ziemlich lang. Und er ist nicht so schnell. Geschwindigkeit 5. Mauervernichter Geschwindigkeit 12. Das darf man ja auch nicht vergessen. So, wie weit kommt er? Wie weit kommt er? Wie weit kommt er? Er müsste aber ungefähr so weit kommen wie eben. Eben hatte er noch 5 Mauerstücke vor sich, als das aufgegangen ist. Das müsste jetzt auch der Fall sein. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Ja, 5 bis 6. So, kann man nicht ganz genau sagen, weil das so dazwischen ist, der Penöpel. Aber trotzdem, es passt ungefähr. Und jetzt werde ich das mal eben einmal umbauen. Oder wir machen erst Mauervernichter. Wir machen eben ganz kurz Mauervernichter. Warte mal. Muss ich mich mal eben herausfordern? Moment. Ich werde das mal eben ganz kurz umrödeln. Armee bearbeiten. Mauervernichter an den Start. Und jetzt gucken wir uns das mal einmal an. Also, Mauervernichter ist da. 1, 2, 3. Man darf ja nicht vergessen, der Mauervernichter, der verliert keine Trefferpunkte. Aber er ist viel langsamer. Er ist trotzdem viel langsamer, auch wenn er natürlich viel schneller fährt. Weil er ja viel länger braucht, bis er die Mauern zerstört hat, ne? Auch mal ganz interessant. Muss ich sagen, auch mal ganz interessant. Ich würde mal sagen, ich baue mal eben um. Alle hintereinander in einer Dreierreihe. Kurzer Cut, bis gleich. Okay, ich habe mich für eine Viererreihe entschieden. Einfach, damit wir das Rathaus da hinten dran packen können. Und ich hatte eh noch so viele Mauern übrig. Also, es wird, glaube ich, ziemlich lustig werden. Es wird, glaube ich, ziemlich lustig werden. So. Nein, der fährt nicht. Hallo? Wo fährst du hin? Warum fährt er denn nicht gerade? Jetzt fährt er gerade. Oh, ernsthaft? Ich muss ihm da echt... Ich glaube, wir müssen ihm da einen kleinen Weg bauen. Moment. So, in der Hoffnung, dass das jetzt besser funktioniert. Ich habe da jetzt mal 2 Reihen weggenommen. Oder sogar 3, glaube ich. So. Jetzt, wieder nicht ganz mittig. Aber, oh, wobei, doch, er kriegt es. Er kriegt sie, glaube ich. Er kriegt sie. Na gut, die eine kriegt er nicht. Aber das ist jetzt auch egal. Ja, wobei, er kriegt eh nur 3, ne? Von daher, egal eigentlich. Ich hätte mir die Mauer sparen können. Aber wir wollten das ja mal sehen, wie geil das aussieht, wenn er da einmal ganz durchrasiert. Die Frage ist, wie weit kommt er jetzt? Kommt er bis zum Rathaus oder nicht? Wir kriegen auf jeden Fall einige Mauern noch hin. Die Frage ist, kann er das Rathaus noch ankratzen mit einem der Hölzer oder nicht? So, die Trefferpunkte werden immer weniger, die Spannung steigt. Komm, 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 Kampfholz. Nein, schafft es nicht mehr. Er wird es nicht mehr schaffen. Ah, wie viel hat er noch gekriegt? Na, ganz knapp nicht. Ganz knapp nicht mehr. Na gut, klar, die werden das jetzt natürlich... Die werden das jetzt natürlich noch ankratzen, das Rathaus. Das werden sie jetzt noch schaffen. So. Hauen wir nochmal eben einen Wutzauber drauf zum Ende, damit das Rathaus noch kaputt geht. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mehr solcher Folgen auf jeden Fall immer ein Like geben. Dann werde ich mal gucken. Ich muss da sowieso gucken, wie lange ich den Developer-Bild noch habe. Und dann sehen wir uns in einer neuen Episode wieder. Macht es gut. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und noch einen schönen Tag. Tschüss.